Hallo Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 28. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dich bitten, dass wenn wir jetzt dein Wort lesen, dass wir aus den Siegen und auch den Niederlagen der Menschen 1. Mose etwas für unser Leben lernen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind gerade in 1. Mose 25, in der berühmten Geschichte mit Jakob und Esau. Und es geht gerade um das Erstgeburtsrecht und das Linsengericht. In Vers 32 heißt es, und Esau sprach zu Jakob, siehe, ich muss doch sterben, was soll mir das Erstgeburtsrecht? Jakob sprach, so schwöre mir heute. Und er schwor ihm und verkaufte so dem Jakob sein Erstgeburtsrecht. Da gab Jakob dem Esau Brot und das Linsengericht. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Das Erstgeburtsrecht war ein geistlicher Segen. Auch wir können geistlichen Segen haben. Gott hat ganz viel Schönes für uns vorbereitet. Aber wie oft verachten wir vielleicht diesen Segen, den Gott uns täglich schenken möchte? Vielleicht halten wir ihn für unwichtig und können keinen Nutzen für unser alltägliches Leben darin sehen. Wie oft verkaufen wir sozusagen das, was Gott uns schenken möchte, für irgendeine billige, kurzzeitige Freude, ein Spaß, ein Hobby, ein Genuss, der schnell wieder vergeht. Lasst uns nicht so sein wie Esau. Lasst uns schätzen, was Gott uns geben möchte. Es kam aber eine Hungersnot in das Land nach der vorherigen Hungersnot, die zu Abrahams Zeiten gewesen war. Und Isaak zog nach Gera zu Abimelech, dem König der Philister. Damals war ja Abraham in 1. Mose 13 nach Ägypten gezogen. Aber jetzt lesen wir in Vers 2, da erschien ihm der Herr und sprach, reise nicht nach Ägypten hinab, sondern bleibe in dem Land, das ich dir nennen werde. Wenn wir mit Gott leben, wenn wir feststellen, dass wir immer wieder auch, obwohl wir in derselben Situation sind wie unsere Väter, Vorfahren, unsere Vorbilder, Gott uns dazu auffordert, andere Entscheidungen zu fällen als sie. Wir sollen nicht das Leben von anderen einfach kopieren, sondern mit Gott so leben, dass er uns persönlich führen kann, damit er das Beste für uns tun kann. Sei ein Fremdling in diesem Land und ich will mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinem Samen will ich alle diese Länder geben und will den Eid bestätigen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich will deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels und ich will deinem Samen das ganze Land geben und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und meine Rechte, meine Gebote, meine Satzung und meine Gesetze gehalten hat. Interessant, dass Gott hier ganz deutlich sagt, dass der Abraham, der ihm folgte, ihm vertraute, ihm glaubte, mit auch seinen Fehlern wieder zu ihm kam, dass dieser Abraham auch ein gehorsamer Abraham war, dass er die Gesetze, die Gebote Gottes hielt. Auch wir sind aufgefordert, mit Gott zu leben und seine Gebote, seine Satzung, sein Gesetz ernst zu nehmen und auch wirklich einzuhalten. Dann kann unser Segen, den wir erleben, auch auf die nächste Generation übergehen. So wohnte Isaak in Gera. Und als die Leute des Ortes nach seiner Frau fragten, da sprach er, sie ist meine Schwester. Denn er fürchtete sich zu sagen, sie ist meine Frau, weil er dachte, die Leute an diesem Ort könnten mich um Rebekkas Willen töten, denn sie war sehr schön. Das kommt uns nur allzu bekannt vor. Wir machen manchmal dieselben Fehler wie unsere Eltern. Nur mit dem Unterschied hier, dass es in dem Fall von Isaak nicht mal eine Halbwahrheit war, sondern eine komplette Lüge. Wir sollten sehr vorsichtig sein mit den Fehlern, die wir tun, denn sie scheinen sich auf die nächsten Generationen weiter zu vererben, zu verbreiten. Und es geschah, als sie sich längere Zeit dort aufhielten, da schaute Abimelech, der König der Philister, durchs Fenster und bemerkte, wie Isaak mit seiner Frau Rebekka vertraut scherzte. Da rief Abimelech den Isaak und sprach, siehe, sie ist deine Frau, wie konntest du sagen, sie ist meine Schwester? Isaak antwortete ihm, ich dachte, ich müsste vielleicht sterben um ihren Willen. Dieselbe Angst, die auch sein Vater gehabt hat, prägt auch den Sohn. Das, was uns Angst macht, wird möglicherweise auch unsere Kinder prägen. Und möglicherweise sind Dinge, die uns in unserem Alltag, in unserem Glaubensleben zu schaffen machen, Dinge, die wir teilweise auch von unseren Eltern mit übernommen haben. Das lohnt sich, das im Hinterkopf zu behalten. Abimelech sprach, warum hast du uns das angetan? Wie leicht hätte jemand vom Volk sich zu seiner Frau legen können, so hättest du eine Schuld auf uns gebracht. Da gebot Abimelech dem ganzen Volk und sprach, wer diesen Mann oder seine Frau antastet, der soll gewisslich sterben.
Und Isaak säte in dem Land und erntete im selben Jahr hundertfältig. Das ist außergewöhnlich, selbst für den alten Orient. Denn der Herr segnet ihn. Mitten in der Hungersnot wird er über die Maßen gesegnet. Wenn wir Gott treu sind und dort bleiben, wo er uns haben will, dann wird uns Gott segnen über die Maßen. Und der Mann wurde reich und immer reicher, bis er überaus reich war. Und er hatte Schaf- und Rinderherden und eine große Dienerschaft. Darum beneideten die Philister. Alle Brunnen aber, die die Knechte seines Vaters zu Abrams, seines Vaters Zeiten gegraben hatten, hatten die Philister verstopft und mit loser Erde gefüllt. Wir erinnern uns, Abram hatte mit Abimelech einen Bund gemacht. Da ging es auch um die Brunnen. Aber dieser Bund war nach einer Generation wieder vergessen. Gottes Bund war nicht vergessen. Wir sehen hier, wie wir wirklich vertrauen können. Nicht den Herrschern und nicht den Menschen, nicht mal den Freunden, sondern wir können Gott vertrauen, ihm allein. Da zog Isaak fort und lagerte sich im Tal Gera und wohnte dort. Und Isaak ließ die Wasserbrunnen aufgraben, die sie zu Zeiten seines Vaters Abram gegraben hatten und die die Philister nach dem Tod Abrams verstopft hatten. Und er nannte sie mit demselben Namen, mit denen sein Vater sie benannt hatte. Auch gruben Isaaks Knechte im Tal und fanden dort einen Brunnen lebendigen Wassers. Aber die Hirten von Gera stritten sich mit den Hirten Isaaks und sprachen, das Wasser gehört uns. Da nannte er den Brunnen Esek, weil sie sich dort mit ihm gestritten hatten. Da gruben sie einen weiteren Brunnen, um den stritten sie sich auch. Darum nannte er ihn Sidna. Da brach er von dort auf und grub einen weiteren Brunnen. Um den stritten sie sich nicht. Darum nannte er ihn Rechobot. Und sprach, nun hat uns der Herr einen weiten Raum gemacht, damit wir fruchtbar sein können im Land. Von dort zog er hinauf nach Beersheba. Lass uns gemeinsam beten. Herr, wir haben gesehen, dass wir manchmal dasselbe Falsche tun, was unsere Eltern getan haben. Und Herr, wir haben auch gesehen, dass du nicht immer möchtest, dass wir das tun, was unsere Eltern getan haben. Aber wir haben auch gesehen, dass die Treue unserer Eltern auch zum Segen für uns werden kann. Lass uns lernen, in allen Lebenslagen zuallererst dir zu folgen. Und dann wirst du uns überreich segnen. Im Namen Jesu. Amen.